So. Hast du denn irgendwas Interessantes? Er hat halt wieder mal Stiefel vom Erlenvolk. Aber ja. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob es irgendwie Nilfgaardische Wächterhandschuhe, Mahakama Hose. Ne, ob es Stiefel, ne, oder ob zu den Stiefeln auch noch anderer Kram existiert. So, jetzt können wir unseren Schmuh, den wir nutzen, reparieren. Die Hanse war anscheinend auf eine lange Belagerung vorbereitet. Oh ja, diese Ratten haben sich ein hübsches Nest gebaut. Ein paar Ritter haben sie angegriffen, aber an den Ruinen haben sie sich die Zähne ausgebissen. Kein Wunder. Von Wittan hat sie in eine Festung verwandelt. Mit nichts weniger als einer Balliste im Innenhof. Tja, diese Maschine war wohl gegen die geflügelten Echsen gedacht. Von denen wimmelt es in diesen Hügeln. Darum behalte stets den Himmel im Auge, Hexer. Okay, bis dann. Danke. Lebt wohl. Viel Glück auf deinem Weg. Juwelenbesetzte Pluderhosen, der letzte Schrei. Ich glaube, der letzte Schrei kommt, wird in diesem Let's Play noch immer von mir kommen. Was wollte er noch? Egal. So, dann können wir weiter auf der Weltkarte gucken. Jetzt haben wir nämlich diesen Teil der Map sichergestellt. Und dann würde ich mich hier drum kümmern, dass wir hier einmal um unser Gehöft herum auch nochmal den Das Kram beste in Mittel Ordnung gegen bringen. das Biest. Guck mal, der ist eingepennt. Kompliment an den Sieger des Turniers. Der pennt. Also, er macht Penngeräusche. Er hat seine Augen nicht geschlossen. Er schläft mit offenen Augen. Okay, es ist sei erlaubt. Mit offenen Augen schlafen ist doch schon immer eigentlich ganz cool. So, und dann einmal über Fuchstal in die un da unten hin. Höchstwahrscheinlich sind das auch nochmal Banditenlager oder sowas. Vielleicht nochmal ein Ritter Not. Apropos, ich kann dann eigentlich mal ganz schnell gucken. Nebenquests haben wir nämlich noch. Nein. Dieses. Na, wenn das. Nee, scheint nicht bei uns zu sein. Das bedeutet, das wird kein Ritternot sein. So, aber wir haben fast die Quest damit quasi auch schon fertig. Auch wenn ich die jetzt nicht komplett nach. Oder ne, komplett ins Visier genommen habe. Sondern ich wollte halt Tussaud retten, weil ich so ein toller Mann bin. Oder so. Ignorieren wir die Wölfe. Die Wildhunde, Entschuldigung. Ey, ein bewachter Schatz. Was bewacht den Schatz? Oh. Okay. Au! Ah, der hat mir auch nur ungefähr mein halbes Leben abgezogen mit diesem Angriff. Aber der hat nicht so viel ausgehalten, wie ich gedacht hätte. So. Oh, der Dude ist tot. Alter Fetzen mit Notizen. Was steht denn da drauf? Notizen im Blut auf einen Stofffetzen verfasst. Auf diesem Fetzen meines Gewandes schreibe ich mit meinem Blut und dem Knochensplitter eines unbekannten Wesens eine Zusammenfassung meiner traurigen Geschichte auf, da ich gewiss bald tot bin. Vielleicht findet einst ein Bade den Fetzen und verfasst eine Ballade daraus, die noch den hartherzigsten zu Tränen rühren wird. Oh Gott, ich kann heute nicht lesen. Vor einiger Zeit sah ich, dass ein Monster sich in der Nähe meines Anwesens herumtrieb. Es stellte sich als Trollin heraus, die von den Gorgo-Ausläufern herabgestiegen war. Ich kratzte also einige Kronen zusammen und ging zum Kämmerer, damit er einen Ritter beauftragt, das Monster zu töten. Doch auf dieser Reise sprang mich besagte Trollin aus den Büschen an, kniete bei meinem Pferd nieder und gestand mir in dieser verquasten Trollsprache, dass sie mich als ihren Liebsten erkoren hat.
Da es von schlechten Manieren zeugt, unhöflich zu Damen zu sein, monströs hin oder her, wies ich sie freundlich ab und wollte weiterziehen. Da warf sie kurzerhand einen Sack über mich, klemmte mich unter den Arm und trug mich hierher auf diese Lichtung. Sie sperrte mich in einen Käfig und glotzte mich stundenlang an, sodass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Jetzt verhungere ich allmählich, weil sie mir zwar klares Wasser zu trinken gibt, aber mir als Nahrung nur diese ekelhafte Suppe anbietet, die sie den ganzen Tag lang kocht und die so furchtbar nach Aas mit Zwiebeln stinkt. Lieber sterbe ich, als dass mir diese Brühe über die Lippen kommt. Die Schöne und das Biest. Oder halt der Schöne und das Biest in diesem Fall. Schade, eine Liebesgeschichte, die nicht hat wollen sein. Die traurigste aller Arten. Ich wusste nicht, dass Trolle Menschen lieben können. Also, das... versteht man, wie ich das meine? Es klingt nach... ja. Au! Ich hab das fast nicht gesehen. Okay. Nun. Notiz an mich selbst. da ist ein Explosionsfass. gut, dass ich so häufig abspeichere. Ah, oh, wir müssen nur mal die Trollen besiegen. Okay. Aber okay, das geht. Das geht. Das wäre jetzt doof. Na, wie bist du explodiert? Ja, da war so ein Fass und ich hab's nicht gesehen, weil so ein Baum im Weg war und hat's puch gemacht und dann habe ich ganz viele meiner Einzelteile durch die Luft wirbeln sehen. Achso, nochmal den Bogen um die Wildhunde machen. So, meine liebe Trollin. So. Kann man an den Stimmen erkennen, ob ein Troll männlich oder weiblich ist? Au. Geben Leben mir Troll. Upsa. So, das jetzt nochmal aufnehmen. Nochmal den Schatz mitnehmen. Das möchte ich nochmal ganz gerne durchlesen. So einfach, damit wir das gemacht haben. Und jetzt speichere ich, bevor wir jetzt zu den Ertrunkenen hier hingehen, die mich gerade vorhin voll hart outplayed haben mit dem Fass. Ne, ist, Respekt, wem Respekt gebührt, sage ich da immer wieder. So, diesmal gehe ich aber von einer Seite, sodass ich mehr Kram sehe. Da ist noch ein Explosionsfass, sehe ich gerade. So, nice. Ah, die haben einige der Ritter hier erwischt. Malachit. Ein paar Kronen, nett. Codex von Lothalbluts Hanse. Wir sind angekettete Hunde in Jute. Wir müssen den Reichen in die Anwesen starren und von Neid verrotten. Für ein paar jämmerliche Kronen müssen wir uns in ihren Feldern abrackern. Wir haben nicht mal einen großen Krieg oder eine Tragödie. Unseren großen Krieg kämpfen wir gegen uns selbst. Unsere Tragödie besteht in unserer bloßen Existenz. Unsere Ältesten haben uns im Glauben erzogen, dass wir unsere schwere Bürde eines Tages abwerfen würden. Aber das wird nie geschehen. Das wird uns allmählich klar. Und es lässt uns vor Wut kochen. Lots Hanse gibt denen, die mitmachen, wenigstens etwas zurück. Sie zeigt ihnen, dass die Hanse ohne Schmerzen und Opfer nichts erreichen könnte. Dass sie als Mitglieder bekommen können, was sie sich immer gewünscht haben. Aber um es zu erlangen, müssen sie bereit sein, auf Leben und Tod zu kämpfen. Wenn man das erste Mal herkommt, muss man kämpfen. Oh. Oh, das erklärt, warum... Oh. Ja, okay. Das erklärt die Ertrunkenen auf jeden Fall. Komme ich da immer rüber? Danke. So, dann nehmen wir das Erz damit, weil das ist ganz cool zu haben.
Naja, ich meine, die Hanse existiert nicht mehr, also dementsprechend ist auch dieses Lager so ein bisschen interessant de la Un. Ja. Ist da in dem See noch etwas? Es wird mir zumindest nicht mit meinem Spider-Sinn angezeigt. So, dann als nächsten Punkt von Interesse gehen wir erstmal dahin, dann darunter. Dann kann ich eigentlich die drei machen und dann können wir uns um die zwei hier herum kümmern. Wir machen auch, glaube ich, nicht mehr allzu lang. Wir machen jetzt so vermutlich noch 20 Minuten und dann würde ich den Stream für heute auch beenden wollen. Da. Jo. Und euch zu irgendwem anderen rüberschicken. Ist die Frage, wer, aber wenn jemand von der Streamer online ist, werde ich da jemanden schon finden. Alles klar. Ja, ich meine, dann haben wir 4,5 Stunden heute gestreamt, ne? Und das ist ja auch. Ich meine, Witcher macht mir immer viel Spaß. So, aber ich muss halt auch, da kann ich auch ins Bett. Oh. Ach so, hier. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Komm ich irgendwie rein? Verzeihung, die Damen. So, Öden ausrüsten schon mal. Okay, da liegt jemand tot auf dem Boden. Ist das ein Pedell? Nein. Ich bin noch nicht richtig im Kampf, dementsprechend. So, jetzt darf ich. Au. Ah. Au. Au. Okay, das ist. Oh, Kämpfe, die eklig sind. Dieser. So. Okay, wir haben den Waldteufel erwischt. Nein, denn um durch den Zaun zu kommen, muss man drüber klettern oder sich bücken. Ja, und wenn ich im Kampf bin, kann ich das halt nicht. Au, au, au. So. Ah, oh. Das war schon alles. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass hier noch ein Geheimnis ist, was ich aufdecken kann. Oder so, aber nö, das war alles. Aber zwei Erscheinungen und... Und ein... Was treibst du dich hier dauernd rum wie eine Schmeißfliege? Ich hab dich auch lieb, Mate. Und der Dude. Charlottes Tagebuch. Sorgfältig geführtes Tagebuch. Das letzte Dutzend Seiten mit nervöser Handschrift beschrieben und von Tränen gewellt. Ich verliere die Hoffnung, dass die Wahrheit François jemals erreichen wird, dass er jemals aus meinem Leben verschwinden wird. All mein verzweifeltes Flehen, er möge mich uns in Frieden lassen, war vergebens. Ich war dumm und naiv genug zu glauben, er würde aufgeben, nachdem er Albert und mich zusammengesehen hätte. Ich willigte in ein letztes Gespräch ein. Ich wollte ihm unmissverständlich deutlich machen, dass ich ihn nicht heiraten kann und er mich vergessen muss. Doch ich betrank mich und sein Blick war so anrührend traurig. Er hatte mir Juwelen als Geschenk gebracht. Ich warf sie zu Boden, bedeckte sie mit Staub und sagte, ich würde ihn heiraten, wenn Weinreben aus ihm wüchsen. François verstand nicht, wenigstens hat er mich heute in Ruhe gelassen. Durchs Fenster sehe ich, wie der Sturm draußen wütet. Bald wird es Regen geben. Hunde heulen den Mond an, Katzen singen ihre Nachtserenaden. Dies wird eine schwere Nacht und ich bin so seltsam unruhig. Ist es möglich, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist? Ich möchte den Loot. Was treibst du dich hier dauernd rum wie eine Schmeißfliege? Ach, mir egal, ob ich eine Schmeißfliege in deinen Augen bin oder nicht. Ich möchte den Loot, danke.
So, dann möchte ich noch den Loot von der Erscheinung dort haben. Weil gegen die habe ich auch gekämpft. So, danke. Interessanterweise hat das Meditieren aus der Cutscene jetzt nicht als Meditieren gezählt, weswegen meine Schwalbe noch nicht wieder nachgefüllt wurde. Achso, und dann können wir nochmal zu dem Punkt gehen. So. Dieses Flittchen ist dünn wie ein Zweig, aber mit ihrem Hintern könnte man einen Wolfsrudel erschlagen. Neidisch? Much? I guess. Was ist denn das für ein... Was ist eine hübsche Statue? Da mich hier drüber, wupp. Und jetzt querfällt ein an den Sonnen. Haben die Sonnenblumen irgendwelche? Nein, die haben keine Physik zum Interagieren, wie jetzt zum Beispiel Gras. Ich frage mich, ob man das nicht einfach hätte machen können. Ruin von Fort Astre. Okay, warum ist... Das ist kein Punkt von Interesse. Jetzt so, das... Verwundert mich ein bisschen. Oder war ich hier schon mal gewesen? Nee, es ist einfach kein Punkt von Interesse. Zwiebeln! Mehr Zwiebeln! Ich meine, es hat Loot. Nehme ich immer gerne mit. So, ist hier oben irgendwas von Interesse? Hallo? Das ist zu? Zwiebeln! Da ist eine große Truhe. Eine komplette Toussaint-Rüstung war da drin. Aber mehr auch nicht. Also mehr auch nicht ist jetzt ein bisschen gemein gesagt. Ich meine, eine Ritterrüstung ist schon not bad. Eine Grundzutat fürs Kochen. Es geht. In meine Linsensuppe zum Beispiel kommt keine Zwiebel rein. Ah. Ist wohl einfach nur ein kleines kaputtes Fort, damit man, ja, ein kleines kaputtes Fort hat. Nicht viel mehr dahinter. Aber niedlich. Na gut, aber nicht jeder Ort muss ja mit Trauer und Pein geplagt sein. Was ist da hinten für ein Gegner? Eine Erscheinung, never mind. Anscheinend ist dieser Ort auch geplagt von Trauer und Pein. Sonst wäre da keine Erscheinung. Nicht mehr Röstzwiebeln? Nee. Warum sollte ich den Röstzwiebeln in meine Linsensuppe machen? Oh Gott! Au. Tagebuch eines Verzweifelten. Die meisten Seiten sind mit Liebesschwüre an eine Frau namens Charlotte beschrieben. Die Einträge sind chaotisch und undatiert. Charlotte Katharina ist die Liebe meines Lebens. Ist sie nicht bei mir, brenne ich vor Sehnsucht. Ich ersticke an dieser Einsamkeit. Es ist die schlimmste aller denkbaren Martern. Wie kann ich hier begreiflich machen, dass ich ihr Schicksal bin und nicht Albert? Keine Ahnung, weil Bauch. Okay. Ich habe eine Lösung gefunden, die Hexe vom Luxfällen. Sie wird mir helfen, meiner Herzensagonie ein Ende zu machen. Ich werde den Gürtel enger schnallen müssen, denn ich habe ihr ein Zauberelixier abgekauft. Sie sagt, wenn ich meine Geliebte überzeugen kann, davon zu trinken, werde ich meine Probleme für immer vergessen können. Ich habe den Rest meines Besitzes verkauft und Juwelen erworben, die ich Charlotte gebe, wenn ich um sie anhalte. Götter nicht mehr lange und sie wird mein sein. Ich mischte das Elixier mit Wein, wie die Hexe mich geheißen hatte. Ich bereitete beim Katharina-Anwesen ein kleines Picknick vor. Meine Angebetete war bereit, mit mir zu sprechen, doch wiewohl sie meinen verzauberten SS-Trank weigerte, sie sich noch immer mich zu heiraten. Außerdem redete sie Unsinn von Weinreben, die erst aus den Juwelen wachsen müssen, ehe sie mich ehelichen würden. Sie geriet in seltsame Hysterie und begrub mein Geschenk mit bloßen Händen bei der Kapelle ihrer Familie. Vielleicht dauert es länger, bis das Elixier wirkt. Götter, verflucht sei diese grausame Hexe. Sie hat mich betrogen. Sie hat Am nächsten Tag ging ich zum Katharina-Anwesen, um Charlotte zu sehen. Und irgendein Monster aus dem Wald hat sich das gesamte Grundstück
hat sich des gesamten Grundstücks bemächtigt. Das ist also das Vergessen meiner Probleme für immer, von dem diese Ausgeburt gesprochen hat. Das Elixier hat meiner Geliebten den Tod gebracht. Doch der Tod soll uns nicht trennen. Ich bin bereit zu sterben, um mit ihr an der Seite in die Ewigkeit einzugehen. Ich werde hängend wegen meiner Sünde aus Liebe für Charlotte. Finde die Juwelen. Nice, Juwelen. Ist es die Hexe, mit der wir schon zu tun hatten? Ich glaube, ne? Ich glaube, ich bin in diesem Playthrough nicht unbedingt mit ihr Freunde geworden. Okay, das ist abgeschlossen, da komme ich auch nicht rein. Das hat sich sehr nach... Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war, es gefällt mir aber nicht. Riesentausendfüßler. Egal. Wir gehen. Wir gehen. Die Riesentausendfüßler können mich mal. So sehe ich das. So. Ob da jetzt wirklich eine Weinrebe draus geschossen ist? Da. Kommen, gesehen, Hakeldiebe, Faulpelze. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber gut. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass da noch mehr Questmäßiges rauskommt bei. Okay, also wir können jetzt einmal hier hin, weil das wird auch so ein bisschen von dieser Quest gewollt. Ich bin sehr daran interessiert, wie viel Geld wir dafür bekommen werden, dass wir all uns über all diesen ganzen Kram gekümmert haben. Und auch Erfahrung. Ist das ein Bär? Ja. Ignorieren wir ihn. Er ignoriert uns auch. Da hinten ist noch ein Bär. Es ist Winnie Pooh. Haben wir auch Tigger hier? T-I-Doppel-G-E-R. Ich bin Tigger. Huhu. Tigger war mein Liebling als Kind. Nur so als Fun Fact. Tigger war großartig. Ja. Nichts gegen meinen Mann Tigger. So, gehen wir hier weiter durch das Dickicht. Das Dickicht, was versteckt ist. Es hört sich an nach einem Troll. Oh Gott. Nein, es ist ein Zyklop. Ein lauter Zyklop. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt irgendwo, bevor wir uns um den Zyklopen kümmern? Ja, ich sehe zumindest keinen. Der hat aber auch gerade keine gute Laune, du. Hallo? Guck mal, das schaut aus, als könnte er mein Bruder sein. Ah! Der Move! Ripp zu Klob! Das ging schnell! Das Schwert ist halt wirklich stark. Holy moly! Hulk muss grün sein. Aber Hulk war anfangs grau. Hulk war nicht immer grün. Oh, ich habe da nicht mal viel rausbekommen aus dem Zyklopen. Super. Zu Beginn hatte Hulk eine gräuliche Farbe. Dann einmal hier von dieser verlassenen Stelle. Ich finde es schön, dass ich so viel Leben wieder in die Gegend hauche.
Nee, ich hatte in Novigrad und Wielen das Gefühl, dass die verlassenen Städten. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig die Fragezeichen gemacht. Das könnte auch sehr gut sein. Dass dort halt trotz alledem so viel. Also es war viel zu tun, aber dann auch wieder viel nichts. Also das soll jetzt kein valider Beschwerdepunkt sein, möchte ich anmerken. Ich finde es einfach schön, dass man hier viel mehr verlassene Städten hat, die man dann wieder zurückerobert für die Menschen. Oder halt, wie auch immer hier leben möchte. Achapien. Ah, okay, hier ist ein Harpien-Monster-Nest. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Au. So, noch eine Harpie hier? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend waren es nur zwei Harpien. Okay, da könnte man... Ich meine, wir sind hier nicht auf den Skelligen, das ist wahr. Ach, da ist noch eine. Komm runter! Steh auf! So, aber ich wollte nochmal einen Stack haben für mein Schwert. So, Entschuldigung. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Inventar. Das ist das Schwert, was ich hier habe. Schaden wird um 8 bis maximal 20 je nach Charakterstufe erhöht. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig mitbekommen, wie genau das funktioniert. Ich muss mir das durchlesen. Ich stelle mich gerade nur sehr doof an mit dem Schwert. Das kann ich euch versprechen. Also, ich stelle mich sehr doof an und das kann ich euch versprechen. Wie komme ich aufs Dach? Kann ich hier den Baum hochklettern? Nein. Achso, hier. Mach dich mal lang, Geralt. Das war wirklich lang. Die Harpien haben hier ihr Nest. So, dann machen wir das Harpien-Nest kaputt. Macht mir das Schaden? Ja, tut es. Samuel Eides Notizen. Vater drängte, dass ich wieder bei den Arbeiten im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich meinen genialen Mechanismus niemals fertigstellen. Wenigstens unterstützt Mami mich und leiht mir ihre Spiegel. Zusammen mit den beiden anderen, die ich von meinen Ersparten gekauft habe, kann ich so testen, ob mein Gerät wirklich funktioniert. Doch zuerst will ich dem, der diese Zeilen findet, den Anfang der Geschichte erzählen. Meine liebste, aalige Elise lebte mit ihrer Familie in einem Anwesen, das in einem so tiefen Tal liegt, dass die Sonne zwischen September und März nicht zu sehen kriegt. In diesen langen Monaten müssen die Einwohner ständig in Zwielicht oder Finsternis leben. Doch diese ewige Tortur wird bald der Vergangenheit angehören. Meine Erfindung ist in ihrer Schlichtheit brillant. Ich werde auf einen der umliegenden Berge ein Spiegelsystem installieren, das die Sonnenstrahlen in ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Haha, es war alles wert. Die langen durchlernten Nächte in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, als ich meine Kenntnisse in Arithmetik und Alchemie verfeinerte. Ich möchte meine Erfindung heute testen, doch Vater beschwert sich fortlaufend, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Elstern anlocken wird, die dann unser Anwesen vollkacken. Oder noch schlimmer, ein Schwamm Harpien. Immer muss er aus allem ein Problem machen. Ich warte, bis er in die Stadt geht, dann stelle ich wieder Blitzespiegel. Oh. Ach, mein Junge. Das ist unglücklich. Dabei hat er... Was ist denn das? Ach, das ist ein Spiegel. Auch er hatte nur die besten Intentionen. Och nö. Es tut mir jetzt voll leid für ihn. Also ich möchte ganz gerne, dass Menschen endlich Sonne haben. Im Winter. Und die Natur und Witcher so... du meintest, du möchtest alles und jeden getötet haben. Achso, hier hätte ich auch hochgehen können. Ich höre noch irgendwas. Es ist ein Bär. Es hat irgendwie geschnaubt. Der Till wird real beim Nod. Uff. Ich muss gestehen, ich bin ein böser Mensch. Ich muss gestehen, ich find's lustig, wenn sich andere aufregen. So. Genau, machen wir noch den Ort und dann ist vorbei für heute.
ist vorbei, bye, bye, Juli. Also ich werde da nochmal ein bisschen mein Inventar leer verkaufen, aber anders als das. Aufträge von Winzern. Ach, guck mal, noch einer. Hallo? Meister Hexer? Hallo, Weinhändler. Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher. Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher. Was ist? Hilfst du mir? Vereinbaren wir erstmal einen Lohn. Vielleicht helfe ich, vielleicht auch nicht. Kommt auf den Lohn an, den du zahlen kannst. Wir sind uns schon fast einig. Wir sind uns schon fast einig. Wir sind uns schon... Wir sind uns schon... Wir sind uns schon... Come on, dude! Du Knausier! Gut, ja, okay. Einverstanden. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Höchstwahrscheinlich werde ich einfach wieder mal gescammt, ohne dass sich irgendjemand... Und dass Geralt sich darüber beschwert oder sonst irgendwas. Hallo! Was haben wir diesmal hier drin? Ich tippe auf... Ich hör's nicht. Das ganz wie wär's mit einem Glumar? Ein Glumar wäre doch super lustig. Nope, doch. Es hört sich ein bisschen nach einem Glumar an. Es ist halt wirklich ein Glumar. Au! Au! Okay, Gott, danke. Puh. Monsterzahn. Glumar. Kann man die nicht irgendwie zwingen, dass er sich richtig einig. Ist doch nicht nur fast? Nee. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie man dieses. Wie man das quasi für sich verbessern kann. Oder ob es da quasi eine Mechanik hinter gibt, mit der ich schneller oder besser an die höheren Bezahlung komme. Ob ich quasi direkt auf den Höchstwert gehen muss und dann halt irgendwie so 20% runter oder sowas gehen kann. Anders als das, keine Ahnung. Wäre halt so ein Versuch wert, aber das zimmert halt den Verstimmungsgrad super schnell hoch. Na, und? Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. Von Dankbarkeit kann ich nichts bezahlen. Aber gut, ich habe mein Geld bekommen. Würdest du mir mal dein Angebot zeigen? Hat er nicht 245 ausgemacht? Bis später. Wurde ich schon wieder übers Ohr gehauen? Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken. So, den Winzerauftrag haben wir jetzt gemacht damit. Hier hoch ging es nochmal zum Dörfchen, wo, oder halt die paar Häuschen, wo die Harpien waren, genau, hier. Na, ja, dann gehen wir jetzt noch einmal zum Großmeisterschmied, verkaufen den Kram, den wir haben, und dann beende ich den Stream. Ich meine, wir haben relativ viel geschafft von der Map her. Na, also hier oben ist alles sicher,
hier in diesem Gebiet ist jetzt alles sicher. Hier in dem Teil ist fast alles sicher, ne? Jetzt haben wir in der Nähe vom Sands-Retourtal noch etwas. Und in der Nähe von, ne, also quasi in der Nähe unserer Butze haben wir noch ein, zwei Fragezeichen. Und dann halt hier im südlichen Bereich haben wir auch noch ein, zwei Fragezeichen. Aber ich glaube, die können wir beim nächsten Mal machen. Ne, und dass wir große Probleme haben sollten. Und dann würde ich beim nächsten Mal, wenn wir fertig sind, damit mit der Hauptquest weitermachen. Na, weil dann habe ich nichts mehr, was ich in dem DLC nutzen kann als Ablenkung. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Orte der Macht bekommen. Einfach um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Verteilungspunkte. Sei gegrüßt. Tja. Was hast So, mein Freund. Achso, es ist die Rüstung, die mir so viel Platz wegnimmt. Aber gut, ich brauche halt die Tresorritter-Rüstung nicht. Und ich kann sie auch leider nicht ausstellen. Da würde ich mir wünschen, dass ich noch mehr Möglichkeiten hätte, Kram auszustellen. Das wäre cool. Also ne, mehr Rüstung zu präsentieren. Aber ja, so, dann reparieren wir das, was wir gerade noch tragen. So. Wiedersehen. Viel Glück auf... Dann speichern... Oh, das war sogar die richtige Taste an dieser Stelle. Genau, beim nächsten Mal... ich weiß halt nicht, wie weit wir von der Hauptquest sind. Ich meine, wir haben das Biest schon gesehen. Wir haben auch den Friedhof so ziemlich vorbereitet, auf den wir uns mit dem anderen Dude treffen werden. Ja genau, noch einmal zwei Level, die ich brauche. Na, ich meine, der Friedhof ist ja hier. Na, und da haben wir uns... Zumindest haben wir da schon gegen Kram gekämpft. Aber ja. Nee, ich muss wirklich sagen, Witcher 3 ist ein Spiel... Ist gut, ja. Bekommt meinen Daumen nach oben. Dann würde ich auf Steam weiterempfehlen. Und zwar nicht nur, weil ich 250 Stunden oder so reingesteckt habe.